Hallihallo und willkommen zurück bei Gothic 2. Ich befinde mich gerade auf dem Weg zu Lord André für zweierlei Dinge. Zum einen schauen, ob das Verbrechen uns noch angelastet wird. Wenn du dich mit dem Gesindel im Hafen herumprügelst, ist das eine Sache. Aber wenn du Bürger oder Soldaten des Königs angreifst, muss ich dich zur Rechenschaft ziehen. Wenn ich dir das durchgehen lasse, macht dir bald jeder, was er will. Also wirst du eine angemessene Strafe zahlen und die Sache ist vergessen. Wie viel? 150 Goldstücke. Okay, ich habe die Spruchrolle trotzdem erfolgreich angewendet, also ist das okay. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass es jeder in der Stadt erfährt. Damit wäre dein Ruf einigermaßen wiederhergestellt. Okay, sehr, sehr schön. Gut, wir haben noch Konstantinus Ring, das Portal, die Steintafeln. Das ist was anderes. Lucia müssen wir noch suchen. Aus mehreren Gründen. Haben wir das Krautpaket nicht eigentlich inzwischen? Ich weiß gar nicht, ob wir diese Quest abhaken können, weil wir ja kein Söldner sind. Aber ein Krautpaket haben wir, das können wir dem wiedergeben. Troll. Die Banditen sind noch eine Sache, die man machen könnte, sollte. Und Gavel will Sachen wissen. Okay. Dann werde ich jetzt mal gerade mich schlafen legen. Cool, die Rüstungen, die hier hängen. Ach, hier kann man auch die Sachen machen. Das ist aber schön. Okay. Ich wollte nur gerade mal schlafen gehen. Ah, wir können es auch so machen. Lass uns mit dem Training beginnen. Natürlich, Ehrwürdiger. Davon lasse ich lieber die Finger. Ja, okay, 10. Das wollte ich nur nochmal nachschauen, ob das tatsächlich bei Einhandwaffen so ist, dass das jetzt 10 kostet. Das höre ich zum ersten Mal. Genau, 34 sind wir gerade. Bei 30 wird's höher. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt ja noch 5. Ah, nee, das sind ja schon. Ach, das waren auch 10 Lernpunkte, die das kostet, mit dem Schlösser öffnen. Schade, ich hatte irgendwie auf 5 gehofft. Waren aber 10. Nun gut. Dann bringt uns das sowieso nichts. Dann werde ich mich jetzt nochmal zu Cassia begeben. So, da sind wir bei Cassia angekommen. Da ist sie. Hey, du. Ich habe Konstantinus Ring. Herzlichen Glückwunsch. Du hast deine Aufnahme bei uns bestanden. Jetzt gehörst du wirklich zu uns. Nimm diesen Schlüssel. Er öffnet die Tür zum Hotel. Da musst du nicht immer schwimmen. Weiterhin sollst du wissen, dass wir ein Erkennungszeichen haben. Ein bestimmtes Kopfnicken. Genau. Wenn du mit den richtigen Leuten sprichst und das Zeichen machst, werden sie wissen, dass du zu uns gehörst. Hey. Hast du einen Job für mich? Ja. Es gibt eine Reihe Kelche, die zusammengehören. 6 Stück an der Zahl. Sie wurden einst von König Roba auf einem Feldzug erbeutet. Aber er hat dafür viele Männer geopfert. Deshalb werden sie Blutkelche genannt. Jeder Kelch allein ist nicht von großem Wert. Aber wenn sie vollständig sind, bekommen wir ein hübsches Sümmchen dafür. Wo sind diese Kelche? Sie sind hier in der Stadt. Die Großhändler im oberen Viertel besitzen sie. Bringen sie mir. Ich versuche derweil, einen Käufer aufzutreiben. Was springt für mich dabei raus? Entweder die Hälfte vom Gewinn oder du kannst ein besonderes Stück aus meiner Beute wählen. Okay. Klingt nach einem Plan. Ich hätte aber gerade mal schlafen. Weil ich keine Energie mehr habe. Ich bin nämlich eben beim Hinlaufen etwas hart aufgeprallt. So. Jetzt können wir auch hier durchs Hotel. Da waren wir ja schon mal, aber wir haben festgestellt, dass die Tür zu ist, soweit ich mich erinnere. Upsa. Das sollte jetzt
anders sein, genau. Sieh an, wo kommst du denn her, hm? Ich weiß. Du brauchst mir nichts zu sagen, ich weiß alles. Lass dir bloß nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Wir können es uns nicht leisten, Aufmerksamkeit auf das Hotel zu ziehen. Ich wollte die Tür zumachen. Dies ist die falsche Seite, ach so. So, Tür zu. Okay. Ja gut, nee, das reicht mir. Gut, dann haben wir das. Das ist schön. Dann haben wir die Blutkältchen noch. Händlerüberfall. Händler. Joey ist verschwunden. Skip gab mir rum. Ich soll ihn zu Baltram bringen. Das haben wir nicht gemacht. Okay, dann müssten wir das mal eben noch nachholen. Moment, der war hier drüben. Ah, was man nicht so alles übersieht, ne? Deswegen muss ich jetzt gerade nochmal die ganzen Quests durchgehen. Ich habe den Rum von Skip. Er hat mir allerdings nur 2 Flaschen gegeben. Verdammt teuer! Was bildet sich dieser Kerl ein? Ach, gib schon her. Viel kann ich dir dafür jetzt nicht geben. Das hier muss dir reichen. Jojo, das passt schon, mein Guter. Okay, das ist interessant. Wir haben Rengaro ja nicht verpfiffen, ne? Er sollte lieber den Mund halten. Hey, du bist auch dabei? Was? Ich sag dir was. Wenn du vorhast, in der Stadt Taschen auszuleeren, sei vor allem bei den Händlern vorsichtig. Die achten ziemlich genau auf ihren Kram. Aber ich kann dir einen Tipp geben. Mit der einen Hand greifst du nach dem Objekt der Begierde, mit der anderen fuchtelst du rum. Das lenkt sie ab. Okay, jetzt habe ich eine Geschicklichkeit bekommen. Ist nicht dramatisch. Das darfst du keinem erzählen. Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Ehrlich, Mann! Das habe ich schon immer gesagt. Ich aber, nämlich dir. Sehr, sehr interessant, was hier so passiert. Okay, jetzt haben wir halt diese eine Geschicklichkeit bekommen, die war jetzt natürlich viel billiger, als dies hätte sein müssen. Hätte uns eh nur einen Lernpunkt gekostet und die nächsten kosten dann halt mehr, aber gut. Sei mir in dem Fall jetzt egal. Garvel wollte Informationen haben, ich meine, der wäre unten noch am Hafen. Da hätte ich ja eben schon dann bleiben können. Ich meine, das war der Schiffsbauer. Mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen mehr was haben für ihn. Dass wir diese Quest auch abhaken können. Weil es gibt ja doch sehr, sehr viel, was wir hier noch zu tun haben. Und wie man sieht, bringt das ja auch sehr viel Erfahrung, die wir gut gebrauchen können. Wir sind erst Stufe 9. Das ist, ich wollte eigentlich noch geguckt haben, ob es Stufenempfehlungen für die Kapitel gibt. Aber das habe ich wohl wieder vergessen. Naja. So, da hinten müsste das sein. Du, der säuft, wenn die anderen arbeiten. Komm. Also er will Informationen haben, aber wir können ihm keine geben. Ah, das können wir noch nicht, weil wir noch nicht bei Lord Hagen waren, ne? Hier werden noch mehr Leute vermisst. Der Waffenhändler der Banditen. Die Banditen belagern die Verbindungsstraßen zwischen der Hafenstadt und den Bauernhöfen. Ja, okay, dann werden wir noch eine Sache probieren. Ich bezweifle stark, dass wir das schaffen, aber vielleicht mit ein bisschen Glück, Aufwand und so weiter könnten wir es schaffen, den einen oder anderen Banditen da wegzubewegen und zu besiegen. Wäre ja ganz cool. Müssen wir mal ausprobieren. So, wir sind jetzt da, wo ich meine, da drüben sind Banditen. Wie heißt ihr denn nochmal? Sag doch mal. Ne, will er nicht sagen. Okay, ich hoffe, du lässt mich trotzdem in Ruhe. Ja. Okay. Da drüben sind nämlich ein paar Banditen. Ah ja, genau. Feuerpfeil. Jetzt sagst du mir, Feldräuber heißt ihr. Ne, bitte.
ziel mal auf einen von... Jetzt bist du dran. ...denen. Oh oh. Genau, zieh mal das Schwert bitte. Also der, ja, die Banditen sind aber viel zu stark gepanzert, guck mal. Das war's für dich, Penner. Nee, ich glaube, die können wir noch nicht. Nun gut, dann werden wir uns wenigstens noch um die Feldräuber da kümmern. Und nehmen die Erfahrung mit und dann würde ich sagen, freuten wir uns langsam mit dem Gedanken an, Lord Hagen zu besuchen. Nummer 1. Aber ich könnte schwören, dass wir die auch schon kaputt gemacht haben. Oder? Da ist nichts zu holen. Naja, die bringen ja nie was. Aber ich dachte, die hätten wir schon kaputt gemacht. Na gut, dann machen wir eben jetzt nur ein bisschen noch Monster-Farming. Dann wäre ich euch dankbar, dass wenn ihr noch wichtige Tipps habt, bevor wir ins nächste Kapitel gehen, beziehungsweise Lord Hagen besuchen, dass ihr mir dahingehend noch Bescheid sagt. Damit ich da keine fatalen Fehler mache, was ja auch sein kann. Ja, ansonsten würden wir in der nächsten Folge dann uns in diese Richtung begeben. Jetzt pack dein Schwert aus, Mann. Nee, das kannst du vergessen. Was ist das denn? Ey, das ist ja doof. So, da haben wir diese Scavenger-Meute dann hier auch mal vernichtet. Das war mir ein Herzensbedürfnis, die einfach mal hier wegzubekommen. Und ja, ihr habt gerade gesehen, wie ich das gemacht habe. Einmal rein, einmal weglocken und die Zahl minimieren. Ja, ich denke mal, mit ein bisschen Aufwand, das ist immer so ein bisschen das, wo ich mich ein bisschen im Let's Play vorscheue, sollten wir auch noch so ein paar andere Gegner besiegt bekommen. Das haben wir bei dem Lurker auch gesehen, den haben wir auch besiegt bekommen tatsächlich, als wir dann die richtige Taktik verwandt haben. Und ja, jetzt werde ich eben mal schauen, was wir noch so ein bisschen weggeräumt bekommen, bevor wir ins nächste Kapitel gehen. Ich denke mal, ich werde nicht alles... alles jetzt hier mit euch machen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Aber ich werde die Folge jetzt damit noch ausfüllen und irgendwann ja, muss das hier so kommen. Ich denke mal, das ist schon ein ganz guter Plan. Ich erzähl dir. So, der nächste Versuch gilt dann diesen Blutfliegen hier. Schauen wir mal, ob wir die kaputt bekommen. Sie sind zumindest einzeln unterwegs. Das heißt, sie lassen sich pullen. Oh, wow. Die war schnell vernichtet. Und... gucken wir mal, dass Nummer 2 auch noch uns besucht. Ich möchte nur nicht zu nah an den Lurker ran. Okay, ich hatte die Blutfliegen irgendwie gefährlicher im Hinterkopf. Okay. Dann versuchen wir das hier nochmal.
erstmal den Lurker ranlocken, danach kümmern wir uns um die Blutfliege. Dann haben wir hier auch erstmal alles ganz schön aufgeräumt tatsächlich. Ach komm. Nee, Blutfliege, das lässt du mal schön bleiben jetzt. So. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Genau, von denen kriegen wir auch nichts. Macht aber nichts, weil damit haben wir doch schon wieder einiges geschafft. Würde ich jetzt mal so behaupten. Okay, die nächsten Kandidaten waren dann hier diese Keiler. Auch an die habe ich mich eine ganze Weile lang nicht herangetraut, aber wie es aussieht, sind auch Keiler kein allzu großes Problem für uns. Das ist schon mal schön, jetzt gehen wir nochmal hier drüben nach Feldräubern gucken, weil hier waren wir zwar und ich meine, wir hätten auch alles weggemacht, aber da hinten meine ich beim letzten Mal auch wieder welche gesehen zu haben. So, also hier haben wir definitiv aufgeräumt. Hier sind auch keine mehr. Sehr gut. Oder auch nicht, wie man es jetzt nimmt, ne? Weil dann hätten wir halt eine Chance, dauerhaft zu trainieren. Falls hier welche respawnen sollten. So, hier ist auch nichts. Die Höhle hatten wir ja bereinigt. So, da drüben haben wir welche. Mit denen setzen wir uns jetzt mal auseinander. Ne, der eine reicht mir. Fürs Erste. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir drei hintereinander schaffen. Mit genug kritischen Treffern. Kein Problem. Noch einmal drei Feldräuber erledigt. Okay, haben wir auch das geschafft. Noch mal einiges an Erfahrung, die wir hier so mitnehmen. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir vor dem nächsten Kapitel noch auf Level 10 aufsteigen können. Aber nun gut. So, jetzt werde ich mich gerade nochmal hiermit auseinandersetzen wollen. Da drüben war ja irgendwo diese Nase. Mit dem Krautpaket, genau. Auch das werde ich gerade nochmal speichern. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Okay, also da ist nicht der, der das Paket haben will. Ah, Cypher fehlt das Paket. Da hat's weggeraucht. Genau so war das. Wo war Cypher? Cypher steht hier. Ich weiß, wer dein Kraut gestohlen hat. Wer? War es dieser Bodo? Nein, es war einer von den Söldnern. Dar. Dieser Dreckskerl. Wo ist er? Du kannst dir den Weg sparen. Er hat das Paket nicht mehr. Er hat es in Korinis verkauft. Wo ist er? Hinterm Küchenhaus, an der Ecke. Ich mach ihn platt! Nice. Erstmal hier den Krieg vom Zaun brechen, beziehungsweise eine Schlägerei. Alles mitnehmen. Hehe. Danke für das Gold. Du Held. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Ja, die habe ich jetzt vergessen. Kameradenschwein! Du hast Cypher erzählt, dass ich sein Kraut genommen habe. Ja, das ist richtig. So, ich hatte eben ein paar Auseinandersetzungen mit den Söldnern hier, weil ich da geschlagen habe. Das mochten sie irgendwie nicht so. Warte mal.
Du hast es da wohl ziemlich gezeigt. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, yeah, das tat gut. Ich schätze ihm nicht so. Was geht der kleine Penner auch an meine Truhe? Okay. Dann hätte ich noch das hier für dich. Kann es sein, dass dieses Paket Sumpfkraut dir gehört? Ich werd verrückt. Wo hast du es her? Ist eine lange Geschichte. Ist ja auch egal. Du bist echt ein anständiger Kerl. Hier, das sollst du als Belohnung haben. Viel Spaß damit. Ich werde erstmal ein paar drehen. Oh, da haben wir aber richtig Geld und Erfahrung bekommen. Das gefällt mir. In Ordnung. Hey, du. Das hätte er auch selbst wissen können. Hallo, schönes Kind. Was willst du? Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Mein Vater hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass wir uns selbst verteidigen. Die Milizen haben uns sowieso nie geholfen. Die waren nur hier, um unsere Waren wegzuschleppen. Ich habe so einiges gehört. Was ist deine Aufgabe hier? Ich verkaufe die Waren unseres Hofes. Wenn du etwas kaufen möchtest, musst du es mir nur sagen. Aber ich warne dich. Bei mir wird nicht gefeilscht und nicht gestohlen, klar? Okay. Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Vor einigen Tagen hat mein Vater erlassen, dass wir nichts mehr in der Stadt verkaufen dürfen. Darum bleibe ich hier auf dem Hof und verkaufe meine Ware nur noch an Besucher. Okay. Ich habe mir gedacht, ich rede noch ein bisschen mit den Leuten. Alles klar? Hey, ich kenne dich. Aus der Kolonie. Was willst du hier? Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Warum nicht? Hab nichts dagegen. Hast immerhin damals unsere Mine von den Gardisten befreit. Aber rechne bloß nicht damit, dass du bei den meisten anderen hier so einfach landen kannst. Es sind viele neue dazugekommen seit damals. Und einige der alten Söldner werden sich nicht an dich erinnern. Hätte dich auch fast nicht erkannt. Siehst ziemlich abgemagert aus. Als die Barriere eingestürzt ist, hätte es mich fast erwischt. Hast ja nochmal Glück gehabt. Ja, ich will dir eh nicht beitreten, das ist klar, ne? Hast du was zu verkaufen? Ach, frag nicht. Bennett, einer von den Neuen, kümmert sich jetzt um die Waffen und Rüstungen. In der Kolonie war ich noch verantwortlich für Lees gesamtes Waffenlager. Und dann kommt so ein gelernter Schmied daher und zack, bin ich meinen Job los. Ich brauche unbedingt eine neue Aufgabe. Und wenn ich bloß auf die Bauernhöfe draußen aufpassen müsste. Ist mir egal, Hauptsache ich sitze hier nicht mehr rum. Ich glaube, da könnten wir was machen. Schon mal in der Stadt versucht, eine Arbeit zu finden? In der Stadt? Keine 1000 Pferde bringen mich dahin. Oder glaubst du etwa, ich würde dort als Milizsoldat arbeiten wollen? Ich stelle mich mir gerade in dieser Hofschranzenuniform vor. Und dann diese Gehorsamswahn. Nee, lass mal. Hier auf dem Hof habe ich zwar gerade nichts zu tun, aber ich kann wenigstens machen, was ich will. Ja, klingt besser. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Mach ich, aber ich denke mal, werden wir erstmal mit Lee reden müssen. Haben wir eigentlich hier mit dem schon geredet? Er weiß doch keiner wissen. Wie sieht's aus? Inos sei mit dir! Ärger kann ich nicht gebrauchen. Danke. Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam aus der Strafkolonie. Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden. Sie haben dort wohl Orks gejagt. Und ich wette, es sind auch mittlerweile ein paar Banditen aus den Bergen hier und lassen sich durchfüttern. Ja, wahrscheinlich. Es war genauso, wie du sagst. Okay, das war jetzt noch nicht so ergiebig, aber ich denke mal, wir können mal schauen. Ob wir mit Lee reden können, um Wolf einen neuen Job zu besorgen. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Wie steht's? Gut, Inos sei mit dir. Okay, also das war auch nix. Da gehen wir nach oben nochmal gucken, aber ich glaube, ansonsten haben wir hier auch nicht viel mehr zu tun. Hi, Khaled. Das ist eine schlimme Sache. Wo stehst du hier rum? Geh weg. Hallo, Lee. Okay, nee, dann müssen wir wahrscheinlich mit Torloff reden wegen der Aufgabe. Oh. Die ich meine für Wolf. Oder wir müssen nochmal zu den Bauernhöfen zurück. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hey!
Ja, okay. Dann müssen wir nochmal schauen, wo wir Wolf unterbringen. Das wäre dann auch noch eine Sache, die ich dann vor dem Kapitelwechsel machen will. Ansonsten schauen wir mal eben hier. So, mit Kort haben wir auch schon geredet. Ansonsten sind hier nur noch Schafe. Gut, dann soll das für diese Folge genügen. Wir werden uns dann in der nächsten Folge dann doch noch eben, falls das noch geht, um einen Job für Wolf kümmern. Ansonsten, ja, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir gehen dann ins obere Viertel und reden mit Lord Hagen. Wie gesagt, Tipps gerne noch mitteilen, falls ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.